Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und Ostern ist vorbei. Mein Ostern war echt schön und spannend, obwohl ich dieses Jahr keine Eier gefärbt habe. Und ja, aber der Besuch war sehr nett und wir hatten richtig viel Spaß und es war ein schöner Tag. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, mal das Thema Verbindungen zu bringen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so rüberbringen kann, wie ich das gern möchte, aber ja, also, ich habe mir irgendwie den Finger geschnippelt, es tut mir leid, also, ja, das habe ich auch ein bisschen spät gemerkt und jetzt habe ich da ein Pflaster. Also, es ist so, jeder Mensch ist verbunden und ich glaube, wir sind alle miteinander verbunden, irgendwie auf eine Art. Selbst die in China, die am anderen Ende von der Welt von uns sitzen, sind irgendwie mit uns verbunden. Aber ich denke, dass jede Verbindung anders ist. Weil wir haben die Verbindung zu den einen Menschen, die ist sehr stark und zu anderen, die ist kaum existent. Und manche, die sind einfach wirklich über uns noch gar nicht bekannt. Und zum Beispiel glaube ich, dass Teil dieser Verbindung auch sowas ist wie ich rufe meine Babette an und sie sagt mir, ich wollte dich gerade auch anrufen. Oder sowas wie, ich rede mit meiner Mutter und wir sagen zur selben Zeit dieselbe Sache. Und ich glaube, sowas ist auf so einer Basis des Miteinander verbunden sein. Und ich bin auch der Ansicht, dass wir alle, wenn wir uns miteinander verbunden fühlen, dass wir uns dann auch in gewisser Weise auch besser untereinander verstehen und auch besser miteinander umgehen können. Und ich bin auch der Ansicht, dass wir, wenn wir unsere Verbindungen nicht pflegen, also im Sinne von gelegentliches Melden, darin bin ich nicht so gut, oder miteinander reden oder uns einfach austauschen, dass dann Verbindungen auch, wenn sie mal stark waren, immer schwächer werden können. Ich für meinen Teil, ich hatte ja eine Zeit, eine beste Freundin und dann irgendwann ist der Kontakt abgebrochen und irgendwie, ja, es ist irgendwie so dieses, man kennt, man hat sich mal gekannt, aber man hat irgendwie nicht mehr eine Verbindung zueinander. Und man ist auch nicht mehr miteinander verbunden übers Telefon oder übers Internet. Weil es ist ja auch möglich heutzutage. Und das finde ich das Tolle, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, unsere Verbindungen, die ganz weit weg sind, die am anderen Ende des Kontinents sind, immer noch pflegen können, indem wir einfach mal über Facebook schreiben oder E-Mails oder einfach auch mal über andere soziale Netzwerke und wir so auch viele andere Leute neue Verbindungen knüpfen können. Wir sind nicht mehr so eingeschränkt wie vor vielen Jahren, wo man im Prinzip nur die Leute kennenlernen konnte, mit denen man in derselben Straße gewohnt hat oder im selben Ort. Sondern heutzutage kann ich jemanden kennenlernen, der wohnt zum Beispiel in Frankreich oder jemanden, der lebt in Italien oder übrigens an der Stelle, hallo, oder jemanden, der von ganz weit weg gekommen ist. Und ich finde es auch immer so lustig, dass egal wo man ist, man hat ja immer diese Verbundenheit mit seinem Zuhause. Ich meine, wenn man das eben das, was man als sein Zuhause betrachtet, also nicht immer da, wo man geboren wird, sondern da, wo man sich am wohlsten gefühlt hat, sein ganzes Leben lang, da hat man immer diese Verbindung dazu. Ich zum Beispiel, egal wo ich bin, ich fühle mich, ja, ich habe immer irgendwie das Gefühl, zu Hause, also ich kann mich überall zu Hause fühlen, wenn ich eben einfach die Leute um mich herum habe, die mir wichtig sind, die für mich mein Zuhause sind, weil mein Motto ist, das habe ich aus Naruto gestohlen an dieser Stelle, zu Hause ist da, wo ein Mensch ist, der an dich denkt. Und für mich ist das irgendwie so dieses Motto, das für mich am besten passt, weil für mich ist zu Hause immer da, wo meine Familie ist und die Leute, die mir wichtig sind. Und deswegen habe ich nicht nur ein Zuhause, sondern ich habe viele Zuhauses. Zuhauses, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das so nennen kann, aber ich nenne sie so. Und deswegen finde ich es auch immer so schön, wenn ich dann im einen Zuhause bin und trotzdem über das andere Zuhause reden kann. Und es ist einfach auch dieses, jede Verbindung und jede Sache ist irgendwie was Besonderes, was Einzigartiges. Weil selbst wenn wir mit 10.000 Leuten verbunden sind, heißt es nicht, dass jeder dieser 10.000 Leute mit uns auf dieselbe Art verbunden ist, wie der Erste, mit dem wir verbunden sind, oder der Zehnte. Es ist immer was anderes, immer was Neues und immer was Spannendes. Und ich bin auch jemand, ich finde es immer gut, wenn man mit neuen Leuten sich Kontakt knüpft,
Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssten auch dann auch mit den neuen Leuten dauerhaft im Kontakt bleiben und immer sich schreiben und immer melden und immer tun. Aber ich finde es immer schön, wenn man jemanden Neues kennenlernt und mit dem dann auch so ein bisschen schreibt und neue Lebenserfahrungen untereinander teilt. Weil das ist ja auch so ein Ding. Ich finde, wir lernen nur voneinander, wenn wir mit vielen Leuten unterwegs sind. Wenn du immer mit denselben Leuten redest, lernst du auch immer nur dieselben Sachen. Und wenn du nur dieselben Sachen lernst, dann entwickelst du dich nicht weiter. Und deswegen denke ich auch, dass jede Verbindung, die wir in unserem Leben sozusagen ja, neu verbinden, neu verknüpfen, neu erleben, ist eine Verbindung, die uns weiterbringt darin, uns selbst auch zu entwickeln. Und die auch uns weiterbringt in unseren Erfahrungswerten. Weil alles, was wir heute lernen, lernen wir für die Ewigkeit. Und alles, was wir für die Ewigkeit lernen, lernen wir voneinander. Und ja, ich für meinen Teil, ich bin ja, wenn es um Sozialverhalten geht und Kommunikation und solche Sachen, da bin ich ja nicht so gut. Da bin ich eher schlecht drin. Und dann ist es für mich etwas sehr Wichtiges, von Menschen, Mensch, mit Menschen in Verbindung zu bleiben, die darin Stärken sehen und die dann mir wiederum helfen, mein soziales Verhalten, meine soziale Entwicklung voranzutreiben und die mir helfen, die ganzen Sachen anders zu betrachten, Neues zu lernen und auch, wenn es so ist, mal mich verbessern nach dem Motto, naja, also das ist jetzt nicht so wirklich hilfreich. Und ja, das alles ist nur möglich, wenn man immer und immer wieder neue Leute auch mal die Chance gibt, ein Teil deines Lebens zu sein und nicht immer nur auf denselben hockt. Ich habe früher wirklich so in meiner Schulzeit hatte ich immer tendenziell maximal zwei Freundinnen, weil ich mehr irgendwie mal anstrengend fand. Aber ich habe dann auch, als ich etwas älter geworden bin, festgestellt, wenn man mehr als nur mit zwei Menschen unterwegs ist, dann lernt man auch viele andere Aspekte. Und dann sieht man auch neue Blickwinkel und man hat auch andere Kommunikationsmöglichkeiten. Weil jeder, mit dem man zusammen ist, erzählt eine andere, dieselbe Geschichte anders. Das ist nämlich die Sache. Du kannst tausend Leute kennenlernen und tausendmal dieselbe Geschichte hören, aber jeder dieser Menschen erzählt dir die Geschichte auf seine Art und irgendwie ein bisschen anders. Und jede dieser Arten ist an sich in dem, was sie erzählt, richtig. Und alles, was du davon dir rausziehen kannst und was du dir daraus auch nimmst, ist etwas, was du für dich in deine Geschichte einbauen kannst, wo du lernst. Und ich bin auch jemand, ich sage, selbst wenn eine Verbindung zerbrochen ist und wenn jemand nicht mehr in deinem Leben ist, oder auch wenn du teilweise sagst, ich bin ganz froh, dass derjenige jetzt nicht mehr in meinem Leben ist, so ist es doch meistens so, dass jede dieser Verbindungen irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Teil deines Ichs war. Und du wirst dann vielleicht nicht mehr, dass ich die Person kennengelernt hat, aber du warst mal diese Person. Und ich finde auch, dass wir nicht vergessen dürfen, mal auch mit unserem früheren Ich in Kontakt zu bleiben. Und nicht immer bloß sagen, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind jetzt ein ganz anderer Mensch, sondern manchmal auch einfach mal zurückblicken und sich überlegen, was habe ich eigentlich früher so gemacht, was war eigentlich mir früher wichtig und wo bin ich eigentlich früher gestanden und was heißt für mich dieser Mensch, was würde ich diesem Menschen heutzutage raten oder was kann ich noch von meinem alten Ich lernen? Und ja, ich bin auch der Ansicht, dass Verbindungen, die auch sehr alt sind, noch existent sind. Ich kann das anhand dessen nur ausmachen. Ich bin Adoptivkind und ich fühle mich trotz allem nach all den Jahren, obwohl ich jetzt schon mehr als fast 22 Jahre nichts mehr von der Frau gehört habe, fühle ich mich immer noch mit meiner leiblichen Mutter verbunden. Und ja, jedes Jahr an meinem Geburtstag spüre ich, wie, dass sie trotz allem ein Teil von mir ist. Und ja, ich finde einfach auch, dass sie, egal wie ich es drehe und wende, und auch wenn ich manchmal gedacht habe als jüngeres Mädchen, ich will überhaupt nicht mehr, dass sie ein Teil von mir ist, sie wird immer ein Teil von mir bleiben. Und diese Verbindung zu ihr, die wird auch immer existent bleiben. Und sie ist auch eine Verbindung, die mich ausmacht. Und jede Verbindung, die wir irgendwie in unserem Leben, irgendwo, irgendwann, irgendwie mal hatten, selbst wenn es nur so kurzweilige Geschichten wie der Typ an der Kasse sind. So ist es, sind alle wichtig. Gut, das war heute mein Video. Ich würde euch jetzt wie immer unser Querdenker-Quiz zeigen und mal schauen, was rauskommt. Ich habe vor kurzem mit meinem Papa gequizt, deswegen liegt da noch eine Karte frei rum.
In welcher Sport, also wie immer die Frage, in welcher Sportart gehen die Gewinner nach hinten und die Verlierer nach vorn? Kleiner Tipp, früher konnte man damit sogar olympisches Gold gewinnen. Wie immer zeige ich euch jetzt die Karte. Hey, ist echt super von den Lichtverhältnissen gerade. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr mögt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Oder schreibt mir auf Facebook oder auf Twitter. Oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis nächsten Freitag. Tschüss.